Ja, das ist die Stelle hier, an der ich das letzte Mal umgedreht bin, weil ich nicht wusste, wie weit es noch geht. Hier kommt das 11%-Schild, 600 Meter. Und heute werde ich die Straße weiterfahren, weiter erkunden, weil sie geht wohl nicht so lange. Hört dann irgendwann auf, laut Karte endet die an diesem Highway, der parallel verläuft. Und es muss wohl hier noch so ein schönes Tal auch kommen, wo man einen schönen Ausblick hat. Und das wollte ich mir heute nicht entgehen lassen. Es hat 33 Grad. Habt ihr gerade gesehen auf dem Tacho. Schweineheiß. Da läuft die Suppe. Aber egal, in Deutschland ist es wieder kalt. Und da wünsche ich mir dann die Hitze wieder her. Puh. Also Schattenabschnitte sind wirklich angenehm. Aber wenn es dann in die Sonne geht, dann wird es brutal. Ui, ich sehe die Straße, die geht noch ziemlich weit hier am Hang entlang. Na gut, ich schalte mal wieder ab und melde mich, wenn ich oben bin. Grad hat jetzt angezeigt. Es ist brutal. Jetzt sind es wieder 34. 35 war die Spitze. Auf der Spitze des Berges bin ich jetzt, glaube ich, auch, weil hier geht es wieder runter. Oh, das ist anstrengend heute. Bei der Hitze. Gestern hier die verbotene Straße noch gefahren. Also das vom letzten Video, diese Küstenstraße, diese abenteuerliche, und boah, heute bei der Hitze hier hoch. Aber was tut man nicht alles, wenn man schon mal da ist. In der bereut man es, wenn man es nicht gemacht hat, also mache ich's. Und so weit geht es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, das ist also der Highway hier, der durch den Berg durchführt, den wir jetzt gerade quasi hier über die Straße überquert haben. Geht so da hinten entlang, also nicht ganz drüber über den Gipfel, aber so seitlich vorbei. Und ja, ich nehme mal stark an, die endet jetzt dann hier unten am Highway. Das war es dann gewesen. Den werde ich natürlich nicht zurückfahren. Der geht jetzt dann hier in den Tunnel rein. Den sieht man jetzt hier leider nicht, aber da unten ist ein Tunnelschild irgendwo. Und von weiter oben hat man den Tunnel gesehen, aber der ist ja nicht so spannend. Viel spannender ist hier die Landschaft, die Berge. Und ja, wir gucken jetzt noch ein bisschen hier runter, schauen, wo das Ende ist, damit wir es ganz gefahren sind. Und dann geht es hier wieder hoch, aber das war jetzt nicht so weit. Ich glaube, in Summe sind es 500 Höhenmeter von der einen Seite und von der Seite zusammen. Kriegen wir hin.
Ja, jetzt geht es anscheinend noch mal über den Highway drüber. Ich dachte, die Straße geht einfach nur hier runter. Mal gucken, wo es dann noch weitergeht. Allzu weit möchte ich dann auch nicht mehr fahren. Aber wenn das jetzt hier noch weitergeht, das führt ja ins Unendliche. Oh, schwierig hier zu filmen und zu lenken. So, hier geht es über die Brücke. Und dann geht es hier runter. Uiuiui. Mal gucken, wo das hier endet. Dann nehmen wir aber alles mit hier, bis wir ganz unten sind. Einmal über den Schlauch. Ja, jetzt bin ich schon unterhalb vom Highway und die Straße geht noch weiter und weiter und weiter. Die hörte doch auf der Karte am Highway auf. Und komischerweise schlängelt die sich jetzt hier noch viel weiter runter ins Tal. Aber gut, landschaftlich ist sehr schön, wie man hier sieht. Aber oh ja, jetzt sind wir am Fluss. Hier ist der Fluss wieder. Guck mal an da. Mal kurz stehen bleiben, sonst sieht man nicht mehr. Ja, hier ist der Fluss. Der Mann ist dasselbe, der auf der anderen Seite war. Der war allerdings ein bisschen breiter. Naja gut, es ist so wie mit der gestrigen Tour an der Küstenstraße. Jetzt möchte ich schon genau wissen, jetzt möchte ich auch sehen, wo die Straße hingeht und ob sie aufhört oder ob sie noch weitergeht. Fast das dumpfe Gefühl, das geht hier weiter und weiter und um das ganze Bergmassiv dann rum. Was ich natürlich nicht machen werde, aber ein Stückel will ich jetzt schon noch gucken, wo es hier lang geht. Das ist echt kurios. Auf der Karte war die eigentlich schon längst zu Ende. Mal gucken, ob ich irgendwie so einen kleinen Screenshot einblenden kann. Da ging die dann irgendwie direkt an den Highway, aber schon von der Seite aus, von der rechten Seite. Und dann war zu Ende. Ich habe hier dummerweise auch keinen Internetempfang, sonst könnte ich da jetzt mal nachgucken, wo ich jetzt genau bin und ob ich diese besagte Stelle schon passiert habe oder ob die noch kommt. Dann könnte ich es besser einschätzen, weil sonst fahre ich hier halt blind. Und es kann noch 10 Kilometer so gehen. Aber schön ist es hier. Das ist mal richtig schön. Das ist wie so ein Landwirtschaftsweg, so ein Flurbereinigungsweg bei uns. Hier schön links und rechts Natur, keine Straße, kein Lärm, keine Mopeds. So gefällt mir das. Das ist schon wieder so eine Tour, so wie gestern, wo man nicht weiß, was man machen soll. Fährt man weiter oder nicht? Oder kehrt man um? Irgendwie hört der Weg auch nicht mehr auf jetzt. Der sollte eigentlich schon lange aufgehört haben, aber nichts ist. Er geht weiter und weiter und weiter und ich habe kein Internet. Ich kann nicht gucken, wie weit es noch geht, ob er aufhört. Der war auch so gar nicht verzeichnet auf der Karte. Das ist sehr, sehr seltsam. Ich höre den Highway noch, weil die LKWs hupen. Aber ich bin hier völlig in der Pampa. Es ist sehr schön. Aber ich würde halt gerne wissen, wo geht es hier lang? Kann ich hier noch weiterfahren oder soll ich zurück? Hört die auf die Straße? Ich weiß es nicht. Aber es ist so verlockend. Man möchte weiter und weiter und weiter, aber irgendwann rennt einem halt die Zeit davon. Ich muss ja auch irgendwie wieder zurück. Es liegt ja jetzt nicht gerade alles hier im Weg. Und irgendwann wird es dunkel. Licht habe ich auch nicht dabei, nur Rücklicht. Alles keine guten Voraussetzungen. Highway wieder. Da war gerade irgend so ein Haus.
Hier wohnen anscheinend auch Leute oder keine Ahnung. Hier links mal habe ich so was wie einen Schrebergarten gesehen. Ganz weit hinter mir in der Ferne lief auf einmal ein Hund irgendwie in meine Richtung. Aber hier ist ja nichts. Also ist kein Dorf und keine Ansiedlung, nichts. Es ist ja nur Dschungel oder was auch immer. Natur pur und der Highway, sonst nichts. Also hier ist der Highway wieder. Ich fahre jetzt mal ein bisschen hier um die Kurve und dann fahre ich wieder zurück, weil das wird zu viel, zu lang. Das hört ja nicht auf. Ich habe die Vermutung, das ist die Straße, die komplett hier um das Massiv hier rumgeht. Und das ist eine 180 Kilometer Tour. Und da habe ich jetzt keine Route hier. Ja, hätte ich schon, ich kann es draufladen. Aber ich glaube, ohne Internet geht es eh nicht. Egal, aber ich habe es nicht vorzufahren, weil dafür ist es zu spät. Und ich war nicht vorbereitet für sowas. So, hier geht es wieder runter. Ich glaube, hier mache ich jetzt mal einen Stopp rein. Weil es, wie gesagt, führt ins Unendliche. Ich breche ab. Die Neugier wurde besiegt. Es wird wohl immer so weitergehen. Da müsste ich mal an einem anderen Tag früher her mit viel Motivation, um das zu fahren, aber heute nicht. Heute ist nicht der Tag dafür. Zurück geht's. Herrlich. Ah. Wow, das tut gut. Da würde ich jetzt am liebsten reinspringen. Egal, ob das Wasser hier verseucht ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung, aber es ist erfrischend. Schön kalt. Da drüben sitzen auch welche. Wow. So, ich bin über den Berg wieder drüber und ich steuere jetzt den ersten Shop an, wo es was zu trinken gibt, weil ich habe gerade festgestellt, oder vorhin eigentlich schon festgestellt, dass ich nur noch einen Schluck in der Trinkflasche habe. Ein Grund mehr, nicht weiter zu fahren, weil da wäre, glaube ich, jetzt kein Kiosk gekommen. Und von daher erstmal Getränke auffüllen, zwei Cola reinpfeifen, Wasser in die Flasche und dann geht's nach Hause. Aber erstmal hier noch ein bisschen erfrischen. So, ich bin wieder auf gewohnter Strecke, diesmal entgegengesetzt. Ich fahre denselben Weg wieder zurück, über die schönen Dörfer hier, vorbei an den Reisfeldern, an den Kühen, weil der andere Weg, der ist mir zu busy, da sind mir zu viele Autos unterwegs und der Weg hier ist ziemlich entspannt und angenehm. Aber den kennt ihr ja schon von diversen Fahrten hier hinter. Leider hat es irgendwie wieder nicht geklappt, den gesamten Weg zu erkunden, aber es hätte zu weit geführt. Die Getränke sind ausgegangen, es war zu spät. Ich wusste nicht, wo es lang geht, ich hatte kein Internet, ich konnte nicht nachschauen etc. Viele, viele Gründe, aber egal, schön war es und trotzdem war es eine angenehme Tour.
mit schönen Ausblicken hier. Das war übrigens gerade das Café, wo ich das letzte Mal war, wo der Typ in der Hängematte hing oder lag. So schließt sich der Kreis wieder. Hier ist wieder die Kirche. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, ob noch ein Video kommt. Mal gucken. Ich muss mal schauen, ob ich noch irgendeine Ecke finde, wo ich noch nicht war. Aber hallo, hallo. Aber mal sehen, vielleicht kommt ja noch mal was. Auf jeden Fall, ich fahre jetzt erstmal zurück, entspanne mich, ruhe mich aus. Es war sehr heiß heute. Spitze war, glaube ich, 35 Grad. Es war ein bisschen heftig. Und so langsam merke ich jetzt auch die Kilometer. Was macht der hier? Wo will er hin? Rechts, links, geradeaus. Okay. So langsam merke ich jetzt auch die Kilometer und also halt von den gesamten Tagen, die ich hier bin. Aber jetzt ist er eh nicht mehr lang und ausruhen können wir uns zu Hause. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein beim nächsten Video und drückt alle Knöpfe. Ihr wisst ja, wie das geht. Signing off. Ciao, ciao.